Antritt kommt hier von der 4 an die Spitze des Feldes, denn das Fittipaldi gut in die Partie gekommen und aus dem 2. Ein Fehler aber jetzt von Theodor Fontane, der war glänzend weggekommen, aber jetzt springt er und springt sich hier wahrscheinlich um Kopf und Kragen. Starkby führt 2. Länge dahinter Fittipaldi in 2. Position, dann sieht man Felton New York vor 7 rot, die 7. Es geht durch den ersten Bogen und Starkby mit klarer Führung. 3-4 Längen vor Fittipaldi, dahinter fällt New York in 3. Position. Dann Sammy, außen geht Silent. So geht das Feld auf die Überseite. Dahinter ist Born to Win, gut postiert. Mitte gegenüber Robin Toft an der Innenkante vom Most Wanted Us aus dem letzten Band. Gut weggekommen. Und dahinter dann die beiden Matskis. It's amazing, Dulko, die Quattro am Ende dieses Feldes muss dann Iron Steel sein. Ende gegenüber ist erstmals erreicht. Das Feld geht in den Lurupa-Bogen und der Favorit ist vorne. Starkby an der Spitze führt. Außen kommt nun Silence weiter, geht an die Seite von Fittipaldi. 32,6 und 21,9, die ersten beiden Zwischenzeiten. Starkby mit der Führung vor Silence. Außen an der Innenkante Fittipaldi, die ersten drei. Dann Felton New York. Feld verlässt den zweiten Bogen und erreicht die Tribünen gerade mit Starkby an der Spitze. Es geht an der Startstelle vorbei. Starkby ist vorne, außen Silence. Tempo ist nicht allzu hoch. Starkby, Silence, innen Fittipaldi, dicht auf Born to Win, dahinter fällt New York mit Most Wanted Us, so ging es am 1000 Meter Pfosten vorbei, dahinter Sammy, dann sehen wir außen Dulko, die Quattro an der Innenkante, Robin Toft vor Iron Steel und It's Amazing nun am Ende dieses Feldes. 20,3, die nächste Durchgangszeit. Durch den vorletzten Bogen geht es bereits und Starkby steuert die Überseite an. Starkby ist vorne. Eine gute Länge vor Silence. Jetzt kommt der Angriff von Most Wanted Us auf der Überseite. Greift hier an. Starkby ist vorne. Starkby, jetzt zieht die Fahrt an. Silence außen kommt Most Wanted Us weiter. An der Innenkante ist Fittipaldi dabei und es geht auf Ende gegenüber zu. Starkby mit der Tempoverschärfung. 500 Meter noch. Most Wanted Us vorbei an Silence. Es geht in den letzten Bogen. Starkby ist vorne, Most Wanted Us, innen Fittipaldi im letzten Bogen, Starkby dahinter Most Wanted Us, der bleibt hier dran an der Innenkante, Fittipaldi 18,9 die Zwischenzeit, es geht in Richtung Einlauf mit Starkby, der Favorit ist vorne, Starkby dahinter Most Wanted Us und Fittipaldi aber in der Distanz, Starkby löst sich, 2, 3 Längen, Starkby und Dr. Mari Lindinger sind vorne, Starkby deutlich voraus, denn der Most Wanted Us und Fittipaldi, aber Starkby gewinnt und Dr. Mari Lindinger als deutsche Amateurmeisterin gegen Fittipaldi, dahinter Most Wanted Us, dann noch Iron Steel auf Platz